richtigen Einflüger fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Und sie lassen hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Einfach auf und davon. Sie wollen auf und davon. Familie Tobler aus dem Thurgau sucht das große Abenteuer in Australien. Lani und Hans-Jörg Jäger aus dem Aargau bauen in Thailand eine Seniorenresidenz. Familie Denzer aus dem Kanton Bern träumt von einem besseren Leben und wagt den Neuanfang in Florida. Wiedersehen mit Hermann Schönbächler. Der Bieler Förster und seine Familie haben das Glück tief im kanadischen Wald gefunden. Eigentlich sollten jetzt die ersten Mieter durch die Seniorenresidenz von Lani und Hans-Jörg Jäger schlendern. Hier im Restaurant würden sie sich mit einem Drink von der brütenden Sonne Thailands erholen. Doch die Baustelle steht still. Hans-Jörg Jäger muss die Rentner vertrösten. Letzte Woche war bereits die erste Mieterin in Thailand angekommen. Eben hier werden wir noch mehr essen. Ihren Bungalow konnte sie lediglich im Rohbau besichtigen. Nach Tagen im engen Zelt überraschte Rolf Tobler seine Familie mit ihrem ersten Haus in der neuen Heimat Australien. Ja, Richi! Ich hab gesagt, du sollst dich gut haben! In Kanada machten für einmal nicht die Maschinen den größten Lärm. Und Familie Denzer versuchte, in ihrer neuen Heimat Florida Fuß zu fassen. Was ist echt das Gefühl? Clyde Denzer gönnte sich einen Hochdruckreiniger. In Thailand hat es seit Jahren nicht mehr so viel geregnet. Wenn Hans-Jörg Jäger an seine Seniorenresidenz denkt, steht ihm das Wasser bis zum Hals. Jetzt ist fertiger Mist. Das hängt fest an, weißt du, dann hört es nicht. Kommt dann, ja. Gibt es morgen wieder irgendwie einen arbeitsfreien Tag? Hans-Jörg Jägers erste Mieterin, die Baslerin Charlie Becker, war vor einer Woche in Thailand angekommen. Weil ihr Bungalow in der Seniorenresidenz noch nicht fertig ist, muss sie im Hotel wohnen. Rolf Tobler ist Bodenleger und will in Zukunft spezielle Bodenbeläge nach Australien importieren. Bevor der Ernst des Lebens beginnt, geht er mit seiner Familie auf eine dreimonatige Reise durch die neue Heimat. Ja, etwas Unerwartete oder dass man nicht vorher sieht, wie es weitergeht. Das ist eigentlich das, was wir gerne haben. Was ein bisschen spannend macht, das ganze Leben, habe ich das Gefühl. Achtung. Die Thurgauer Familie hat genügend Ersparnisse, um das Leben in Australien locker anzugehen.
Rolf Toblers einzige Pflicht, gutes Brennholz finden. Also, das ist so jetzt beim Reisen eine unserer täglichen Arbeiten gewesen, dass wir zur Nacht ums Feuer herumhocken und gleich noch ein bisschen warm haben. Sonst wird wirklich alt. Gell, ist lässig mit denen? Jetzt kommt er! Viele Leute fragen, oh Gott, wie könnt ihr mit Kind rumreisen mit dem Baby? Aber das ist, ich glaube, sie macht am wenigsten ein Problem. Sie tut sich einfach anpassen und ist einfach dabei. Sie ist glücklich, wenn wir glücklich sind. Ihren Zeltanhänger haben die Toblers 13.000 Kilometer durch Australien gezogen. Viel mühsamer läuft der Start ins neue Leben in Florida bei Familie Denzer. Sie wohnt zwar in ihrem Traumhaus, doch es ist nicht eingerichtet. Die Töchter Larissa und Franka haben noch keine Betten. Wir haben zwar schon zwei Luftmatratzen gekauft, aber die eine ist irgendwie trotzdem nicht gegangen. Aber es war bequem. Ja, ich war schon. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich muss da noch fertig machen. Ich habe hier noch mein Ding, das ich jetzt fertig machen muss. Normal, ja, ich muss mal antworten. Etwas, das ein Motor hat und Benzin läuft, ist immer etwas Geniales. So. Dennis Denzer liebte ihren eingespielten Haushalt in der Schweiz. Das Chaos im neuen Haus stört sie. Ganz anders ihr Mann Clyde. Er genießt seinen amerikanischen Traum in vollen Zügen. Stine, wie lange muss ich noch bären? Es ist langweilig, ich würde lieber wieder fischen. Christine und Hermann Schönbechler leben mit ihren Kindern seit 2 Jahren in Kanada. In ihrem Paradies. Hier gibt es keine sündigen Äpfel, sondern reife Waldbeeren. Letztes Jahr waren die Büsche wirklich in diesem Weg geragelt voll. Da hast du irgendwie einmal rundherum drehen können, hast du so ein Kessel voll genommen. Darf ich mal lesen? Stine? Bist du schon beim Auto unter? Nein. Ah, bin ich das auch von weit im Hocker oben? Ah ja. In der Schweiz sind wir mit dem Nachteil, dass wir irgendwie 24 Stunden fast erreichbar waren für das Geschäft oder unser eigenes Geschäft gehabt. Und von dem her, es ist viel entspannter da. Und von dem her, ja, wir sind vielleicht beide so ein bisschen entspannter. Wir sind dort, wo wir gerne sein wollen. Und klar, es sind nicht gleich viele Gespendli rundherum, aber es hat ein paar Kinder zu Hause.
Mit denen haben sie es ganz gut. Und sieht man sich ab und zu. Und Natascha ist jetzt mit zwei von diesen Kindern in ihrem Alter ist sie auf dem Bus. Und das ist lässig. So, und jetzt rauf mit dem Zeug. Oh! Oh. Nicht oben geblieben. Bleibt ein Geldstück in den Händen Buddhas liegen, geht ein Wunsch in Erfüllung. Dass wir gute Gäste haben, den Plausch haben und dass unser Konzept aufgeht. In diesem Moment nur dieser Wunsch. Ja. Natürlich auch Gesundheit bleiben und Power. Gell? Ja. Julia, geh bei. Weil auf ihrer Baustelle wegen des Regens nichts läuft, besichtigen Lanier und Hans-Jörg Jäger den berühmten Buddha von Buriram. Den Ausflug machen sie aber nicht zum eigenen Vergnügen. Schau jetzt dort weit, weit hinten. Dort wohnen wir. Sie wollen den Mietern ihrer Seniorenresidenz auch ein attraktives Freizeitprogramm bieten können. Jetzt sind wir dann nachher mit den Booten. Das heisst, wir sind bereit, dass wir Gäste aufnehmen können. Und ich biete ja das an auf der Internetseite, dass wir Ausflüge machen. Und da habe ich jetzt schon immer ein bisschen weggeschoben. Und dann haben wir Leute. Dann kannst du nicht zuerst noch schauen, weil ich kann nicht einfach mal wieder einen Tag weg. Aber das ist jetzt schon auch etwas, was wir machen müssen und die nächste Zeit auch werden machen, dass wir einfach mal dort hinfahren und dort hinfahren und schauen, können wir überhaupt mit unseren Leuten wählen, oder? Auch in Florida geht alles langsamer, als Dennis Tänzer lieb ist. Ich glaube, so ist gut, aber es ist schräg. Und jetzt, du bist, kannst dich hier an den Wänden orientieren, oder? Die Familie wohnt in einem Provisorium. Die Töchter Larissa und Franka warten noch immer auf ein richtiges Bett. Ihre Mutter fühlt sich in so einem Haushalt gar nicht wohl. Jetzt wollen wir eigentlich heute mal ein bisschen, dass man ein bisschen wohl ist. Hier. Ein bisschen aufräumen und ein bisschen putzen. Und dann mal endlich posten. Wir haben noch gar nichts in diesem Haushalt. Also da kannst du weder zum Morgen essen noch sonst etwas. Aber jetzt kommen natürlich auch viele, die einem wirklich Freude macht, oder? Dass es wirklich schön ist, dass sich alle wohlfühlen. Also das mache ich natürlich gerne. Das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Dass das noch stimmt für alle. Ach ja, und sie kommt dann schon, wenn man dann irgendwann mal ein bisschen das wirklich geniessen kann. Ja. Was will man? Es ist, wie es ist. Wir haben das Willen, jetzt machen wir das. Punkt. Ja. So. Also. Was will ich jetzt? Die Bündnerin ist zwar ausgewandert, in Florida angekommen ist sie noch nicht. Dennis Tänzer war zufrieden mit ihrem Leben in der Schweiz. Sie wanderte nur ihrem Mann zuliebe aus. Clyde Tänzer blüht in Florida auf. Mit dem Hochdruckreiniger bewaffnet, holt er aus zum großen Befreiungsschlag vom Alltagstrott in der Schweiz. Sein Job als Geschäftsführer einer Garage hatte ihn immer mehr frustriert. Ich habe mich eigentlich auf das gefreut. Mal wieder etwas anfassen und dann siehst, was du am Schluss gemacht hast.
Vor allem, du bestimmst, wenn du was machst. Ich bin noch nicht zufrieden. Mal, ich bin zufrieden. Sicher, ich bin schon die ganze Zeit zufrieden. Okay. Gell? Dylan und Kevin Tobler werden in 2 Wochen eingeschult. Dann sind so lange Ferien nicht mehr möglich. Die Buben haben während der Reise gelernt, was die Schule nicht bieten kann. Sie haben ihre neue Heimat kennengelernt. Ich habe am Anfang, wenn mich Leute gefragt haben, in Australien, von wo wir kommen, von wo wir sind, dann habe ich immer gesagt, Schweizer. Und eigentlich habe ich mich gar nicht getraut, um sagen, ja, wir wohnen jetzt in Geraldton. Und erst jetzt am Schluss, wo mich so richtig akklimatisiert habe, wenn jemand gesagt hat, von wo sind wir, dann habe ich gesagt, ja, von der Schweiz, aber wir wohnen jetzt in Geraldton. Und die Leute haben ihn schon anders angeschaut, haben schon mehr wollen wissen. Und, aha, ja, und du bist schon nicht mehr als Tourist einfach angeschaut worden. Der schwere Sturm, der vor einem Jahr große Teile des Waldes zerstört hatte, hält Förster Hermann Schönbechler noch immer auf Trab. Die Arbeit mit dem sogenannten Skidder erfordert viel Erfahrung. Wir haben Maschinen nie viel gesehen. Trotzdem hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass ich ein Flair dafür habe. Jetzt hat der Chef eben den Skidder gekauft. Und, ja, schlussendlich bin ich damit beauftragt worden, das Ding zu brauchen. Hermann Schönbechlers Chef hält große Stücke auf den Schweizer und überlässt ihm die verantwortungsvollsten Aufgaben. Während ihr Mann im Wald arbeitet, besucht Christine Schönbechler ihre beste Freundin Coralie. Sie wohnt im nahen Städtchen Terrace. Ja, sometimes I worry about that. Sie kennt sie an der gleichen Schule. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten und ja, verstehe es gut. Vielen anderen auch aushelfen mit Kindhüten, wenn sie etwas los hat, kommen hier Kindhüten oder ja, Teil von Familie geworden fast. I am so happy. Ich bin so glücklich. Ich liebe Christine. Auch unsere Männer sind dicke Freunde. Sie gehen bald zusammen auf die Jagd. Christine und ich waren uns auf Anhieb sympathisch. Und ja, ich mag ihre Kinder. In Thailand kann endlich wieder gearbeitet werden. Der Regen hat nachgelassen. Bald sollten die ersten der 13 Bungalows bezugsbereit sein. Lani und Hans-Jörg Jäger werden sie für 1000 Franken im Monat vermieten. Der Aargauer ist unter Druck.
Kaum ist der erste Bungalow endlich fertiggestellt, muss ihn Hans-Jörg Jäger bereits wieder umbauen. Also hier innen bauen wir, also wir haben eigentlich alle Häuser, bauen wir die Türen um vom Eingang zum WC. Weil Lani hat mit dem Mönch das einmal angeschaut und der hat dann befunden, das sei nicht gut, dass zwei Türen so in einer Linie drinnen sind, da gäbe Unglück. Gezeichnet haben wir sie auch mal auf der Seite. Ich habe dann aber entschieden, dass wir sie von der Stube her rein machen, weil ich eigentlich die Häuschen auch rollstuhlgängig machen wollte, dass mit dem Rollstuhl reinkommt. Und jetzt bauen wir sie halt gleich auf diese Seite, dass wenn wir halt den Rollstuhl haben, machen wir einfach die Türen ein bisschen grösser auf der Seite, dass du reinkommst. Und da muss ich Rücksicht nehmen auf die Lani. Und wir sind hier in Thailand. Und auf ihren Glauben, es ist, wenn sie es findet, das bringt immer Unglück, dann haben wir immer Unglück. Ja, super. Hey, hast du das gesehen? Du, das glaube ich ja nicht. Es ist gar keine Schraube drin. Er muss die neue Tür wieder abmontieren, um den Eingang auf die andere Seite des Badezimmers zu versetzen. Ich habe in der Schweiz so viele Schrauben vorgerührt und verschenkt und alles zusammen. Und ich kann dir sagen, es reut mich jede Schraube, die ich verschenkt habe. Das hat nichts recht. Und dann kippt das alles rein, siehst du? Aber wenn ich den Lolo komme, der es eigentlich montiert hat. Dann geht das irgendwie zwei Tage, bis der da ist. Für Familie Tobler ist der Ayers Rock die letzte Station auf ihrer großen Reise. Ja, nicht aber jetzt nicht jumpen und nichts, gell? Ui, wo ist Rot für Also. Ja, musst warten. Wenn du es geschafft hast, werde ich auch schaffen. Gell? Die 36-jährige Mutter Emma lässt es sich nicht nehmen, mit ihren Männern auf die Zukunft anzustoßen. Oh. Beste Hauptstaub, der. Nein, schau mal da. Ein Sonnenuntergang. Wieso ist nicht bequem? Wohl. Genießen wir unsere letzten Tage. Schon bald beginnt für die Familie der Alltag im kleinen Städtchen Charlton. Rolf Tobler muss sein Geschäft vorantreiben und seine Söhne werden ihren ersten Schultag haben. Ich denke, wir sind so positiv. Ja. Für mich wäre eigentlich jetzt auch schlimmst, wenn jetzt irgendjemand dann würde sagen, oh nein, das war der grösste Fehler, den wir machen können. Das wäre für mich schlimm, weil ja. Für mich stimmt es und wäre dann gleich traurig, wenn einer von der ganzen Familie sich nicht wohlfühlt. Aber jetzt im Moment hat alles so gut geklappt. Also, und wird eh nicht passieren? Ja, also ich hoffe es nicht. So, da ist oder vielleicht bin es auch ich, wenn wir kein Einkommen haben und ich mich dann schlecht fühle, wenn ich nicht für die Familie aufkomme. Keine Ahnung. Aber dann da denken wir nicht einmal. Lassen wir auf uns zukommen und wir nehmen es fort zu. Wenn wir es jetzt immer gemacht haben, ist es immer gut gekommen. Das ist jetzt ein anderer Fall. Mhm. Kommt langsam. Ja. Und wenn er nass ist, dann ist er viel pünktlicher. Ja, genau. So wie der Ayers Rock in Australien ist Cape Coral mit seinen vielen Kanälen ein beliebtes Ziel für Florida-Touristen. Dennis und Clyde Dancer haben ein Ferienhaus gekauft, das sie vermieten wollen, um Geld zu verdienen. Weil sie von diesen Einnahmen allein nicht leben können, überlegen sie, noch einen kleinen Block zu kaufen und ihren Lebensunterhalt voll mit Mieteinnahmen zu bestreiten.
Dieses Haus hat 130.000 Dollar gekostet. Das ist gut nebeneinander. Also da ist eigentlich nicht so schlimm. Das ist grusig. Aber es hält sich im Rahmen mit den Viechern. Was tun wir hier drin? Jetzt ist die Hochsaison von diesen Viechern. Weil bei uns ist das eins, aber für Gäste musst du das wirklich in Ordnung haben. Also. Die Küche ist etwas in die Jahre gekommen. Dafür besticht das Ferienhaus mit einem Luxus, den Dancers bei ihrem Wohnhaus nicht haben. Da, da hat noch Sprudeldüsen. Ja, komm. Mal. Darum ist da das Bänkchen. Ja, das gibt es ja nicht. Aber ich weiß nicht, wo ich einschalte. Da ist ein Knopf irgendwie. Ja? Wie? Ein Köder? Ja, nie einer. Es scheint, als könne Dennis Dancer das neue Leben noch nicht so genießen wie ihr Mann. Während er sich vergnügt, grübelt sie darüber nach, wie man die veraltete Küchenzeile aufpeppen könnte. Ja, ich bin gerade am Studieren wegen dieser Abdeckung. Wenn man die könnte verbessern, habe ich jetzt gerade studiert. Wenn du wirklich mit solchen Details anfängst, dann hat es keinen Cent. Das ist das Problem. Gut, ich würde einfach sagen, wenn du kannst, eigentlich mit wenig Aufwand etwas kannst machen kannst. Ja, mit wenig kannst du es machen. Oder? Weil das kannst, ja, die haben da sicher auch ein Ding, wo das kannst zuschneiden lassen. Fertig. Was? Zum Beispiel ein solches Ding. Und dann klebst du es drauf und das wäre es gewesen. Ich meine schon nicht, dass man das da, weiss ich nicht, wie vergoldet, aber einfach, dass es so ein bisschen Fallen macht. Oho, ach, interessant. So, wieder. Wow. Aha. Ist das Böckchen? Langsam, aber sicher lerne ich da hier die Hotspots auch kennen. Ja. Schau, jetzt wird schön über den Boden hinschauen, siehst du? Dann sieht man da hier ein Göpfi. Dann hebt den Kopf etwas weiter auf. Schau. Dann sieht man da hier ein Göpfi. Und hier hinter sieht man sogar etwas weiss. Ja. Also, schön Süfferli. Und ich tue da hier auspacken. Schade, ist er nicht doppelt so dick. Riech ihn nicht so fest tief abgreifen, sonst tust du ihm eventuell den Kopf abreißen. Die sogenannten Pine Mushrooms sind eine begehrte Delikatesse. Der Gang da hier dann, siehst du, es geht da schön zurück. So. Ja. Die schönen Exemplare kann der Bieler Förster für viel Geld an einen Händler verkaufen. Gut. Ja, machst du aber nicht kaputt, gell? Das ist schön zum Verkaufen, Reiche, hä? Ja. Ja, schau, siehst du, der kommt da weit von da hin. Aber siehst du, er hat nicht hart. Schau. Schön. Ja. Ja, schau, das Vorhängli ist gleich schon gerissen. Ja. Ist schon nicht mehr erste Qualität. Was gibt's Schöneres, als mit dem vierjährigen Sohn durch den Wald durchzustrielen, ihm die Natur nachzubringen und ihm dieses und eines zu erzählen und mit ihm zu machen, oder? Und dabei den Lebenshungerhalt zu bestreiten, oder? Ich meine, das ist phänomenal. Ja? Ja. Hä?
Lani Jäger ist nervös. Heute ist ein wichtiger Tag. Die Seniorenresidenz wird eingesegnet. Ein buddhistischer Mönch weiht das Geisterhaus ein. Denn ohne die Hilfe der guten Geister geht nichts in Thailand. Nur eine Minute. Also der Mönch hat festgelegt, dass wir das heute genau 9 ab 9 in Betrieb nehmen müssen. Und darum haben wir jetzt noch eine Minute. Die Thais glauben fest daran, dass in den Häuschen die guten Geister ihrer Vorfahren wohnen und so Glück bringen. Für Lani ist das sehr wichtig. Weil es sind ein paar Sachen passiert. Unfall haben wir von den Bauarbeitern und dann haben dann die alten Leute gesagt, ja, das ist nur, weil das Geisterhäuschen noch nicht montiert haben. Und der Geist wirkt noch ein bisschen auf dem Bauplatz. Aber jetzt erhoffen sie da, dass dort natürlich ein bisschen mehr Glück in das Gelände hineinkommt. Und ja, darum sollen sie es da machen, weil ich glaube, es schon, dass es wirkt. Nach den schwierigen letzten Wochen ist Lani und Hans-Jörg Jäger Glück zu gönnen. Denn mittlerweile sind weitere Mieterinnen in der Seniorenresidenz eingetroffen, die möglichst bald einziehen wollen. Wenn schon nicht die Bungalows, so ist jetzt wenigstens das Geisterhäuschen bezugsbereit. Familie Tobler ist zurück in Sheraton. Oh, da, schau, der Haag, hast du gesehen? Oh nein! Wir können gar nicht hier fahren. Das glaube ich nicht! Scheiße! Oh. Und sie haben gewusst, dass sie mir kommen. Kommen wir zum Trailer vorbei? Schon, hä? Ein Unwetter hat den Zaun zum Nachbarhaus umgerissen. Oh, ein bisschen hier. Wow, 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 wow. Hallo! Hallo! Erfreulicher ist die Begrüßung ihrer Nachbarin. Hallo! Oh. Hallo, how are you? I'm good. You're looking so brown and tan and lovely. Yeah. Aha. Das hast du wieder vergessen. Ja, ist wirklich schön. Aber so richtig heimkommen. Ja, ist wirklich schön, heimkommen. Schön. Ja, schon heute Morgen, als wir aufgestanden sind, haben wir gesagt, hey, wir gehen heim. Und wir nehmen nicht den Flieger und gehen in der Schweiz. Ist so richtig kribbelig im Buch. Wir waren gar nicht lange da gewesen, eigentlich. Aber es ist für uns wirklich, es ist daheim. Ja, es ist daheim. Ihr Haus haben sie vor der großen Reise nur noch kurz eingerichtet. Wirklich gewohnt haben sie hier noch nicht. Die Familie muss sich zuerst einleben und sich an ihre neuen Haustiere gewöhnen. Ja, wir müssen immer ein bisschen schauen wegen Redbeck. Also das ist jetzt ganz schön, vor allem, weil man den Strich so schön hinten dran sieht. Und die sind ziemlich giftig. Also wir sind uns da nicht so einig. Die einen sagen, sie sind wirklich giftig. Wenn du gegen Gift nicht überkommst, können sie sterben. Papi! Hi! Und die einen sagen, sie sind nicht so tragisch. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt ausprobieren.
Ja, Kind, denen haben wir es gesagt, sie sollten es einfach nicht anlangen und nicht stören. Wenn man es einfach sein lässt, dann passiert nichts. Und die Kleinen, man kann sie sowieso oder sollte sie nicht allein jetzt da draussen lassen. Da hat es auch andere Viecher, da kann man irgendeine Schlangen oder so näher ans Haus hinkommen. Also da ist sowieso immer jemand dabei. Clyde Denzer war in der Schweiz beruflich voll eingespannt. Hier in Florida hat er viel mehr Zeit für seine Familie und Hund Pancho. Man fühlt sich voll wie daheim da. Und gleich ist irgendwo noch im Kopf, ja, irgendwann ist die Ferien zu Ende. Es sind ja gleich auch nicht Ferien hier, oder? Also wir sind jetzt noch nie am Strand unten. Wir springen da von Pontius bis Pilatus. Bezüglich den Möbel und denke, es braucht jetzt einfach noch seine Zeit. Ja, wenn jetzt 40 Jahre an einem Ort ist, und jetzt auf einmal an einem anderen Ort. Aber rein vom Haus her und sich wohlfühlen, fühlen wir uns hier eigentlich wirklich wie daheim. Weil sie in ihrem Haus noch keine Waschmaschine haben, muss Dennis Denzer in den Waschsalon. Hier ist alles neu für sie. Das ist Pulver. Oh shit, hey. Was ist das? 1 und 2? Ja. Oh. Ja. So, Hund, jetzt muss ich etwas trinken haben. Noch mal Geld im Salon. Nicht nur der Waschsalon ist ungewohnt. Auch wenn Dennis Denzer probiert, sich in ihrer neuen Heimat einzuleben, vermisst sie die Schweiz. Das Leben ist wie ein Camping. Wie auf einem Campingplatz. Also das nervt natürlich. Weil daheim ist man natürlich super eingerichtet. Ich habe sowieso gerne ein bisschen. Ja, dass ich alles zur Hand habe und da muss jedem Dingeldangel nachspringen. Und das nervt natürlich schon, also mit Kind und Hund und Mann und ja. Aber irgendwie ist es ja schön, du kannst alles neu einrichten und dann braucht es halt einfach ein bisschen Zeit. Man will ja nicht in den ersten Laden springen und dann das mit heimnehmen. Also ja, es braucht Zeit. Oh nein! Das waren die neuen Türchen. Jetzt muss ich separat rechnen. Scheibe. Da ist der Autounterstand fertig gebaut. Und wer sich über die enormen Ausmaße wundert, kennt Hermann Schönbechler nicht. Da von den Schönen, da rechnen irgendwie mit 80 Dollar für ein Kistchen. Hermann Schönbechler geschäftet mit einem befreundeten Händler im nahegelegenen Terrace. Dieser verkauft die kostbaren Pine Mushrooms weiter nach Japan. Here we go. There's nowhere else Pine Mushrooms are coming in. Did they just have? Yeah, we're gonna go down to the lake. Oh, are you? Die erste Qualität zahlt am besten, oder? Und dann geht der Preis ein bisschen zusammen. Und der Preis heute ist gut, oder? One, two, three, four, and 50.
Thank you very much. No, thank you. Thank you. Well, it's a pleasure. Yes. Das hat 415 Dollar gegeben. Mit dem Verkauf von Pilzen hat Hermann Schönbechler in dieser Saison bereits über 2500 Franken verdient. Und auch nächste Woche bedient er sich aus seinem Paradies. Der Förster scheut keinen Aufwand, um für Christines Geburtstagsfest eine Delikatesse auf den Tisch zu zaubern. In Thailand kommt es zum Eklat. Die ersten Mieterinnen reisen bereits wieder ab. Schaffen wir schon. In Australien wird es für Dylan Topler ernst. When I won, I would be very excited. Nach den langen Ferien hat er seinen ersten Schultag in einer Sprache, die er kaum versteht. Und in Florida beginnt auch Dennis Dancer ihre neue Heimat zu genießen. Die Familie macht einen Ausflug in die Everglades. Und sie stiegen in die Flüge, Flüge mit der Vogelfurt, träumen nicht mehr hin. Und sie lehnen alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehört noch auf und auf.